Viertelfinale 1 im Volksgarten. Als Zweiter der Pickround hat Salzburg Quali-Gruppensieger Villach gewählt. 3 der 4 Saisonduelle konnten die Salzburger für sich entscheiden. 2 allerdings erst im Penaltyschießen. Im ersten Drittel leichte Vorteile für Salzburg und die gute Möglichkeit für Philipp Vareika. Scheibe an die Stange, das war richtig knapp. Er mit seinem Playoff-Debüt. VSV-Goalie Maxwell macht unten auf dem Eis stark zu und verhindert den Villacher Gegentreffer. Beim VSV zeigt dann Rob Daums Handschrift Wirkung, Zonenverteidigung und aggressives Vorchecking. Brunner mit der besten Villacher Möglichkeit im ersten Durchgang. Das Umschalten, die größte Waffe der Gäste an diesem Abend. Der zweite Abschnitt wird körperlicher, intensiver, aber beide Teams bringen zunächst zu wenige Schüsse auf das gegnerische Tor. Die Position war alles andere als schlecht für Jerry Paulus-Joni. Etwas mehr als eine halbe Stunde ist gespielt. Karlsson bringt die Scheibe in die Tiefe und setzt selbst gut nach. Immer noch Karlsson in Richtung Martin Ulmer. Er im Duell mit Heinrich. Ulmer setzt sich durch. Immer noch Ulmer und er hat den Blick für, wer ist da? Anton Karlsson. Das 1:0 für den VSV in der 32. Minute. Ulmer behauptet sich entscheidend gegen Heinrich, der die Balance verliert und ausrutscht. Lachti macht vor dem Salzburger Torbetrieb. Die Salzburger Defensive hat Karlsson im Rückraum nicht im Blick. Die Villacher im zweiten Abschnitt offensiv aktiver als im ersten und auch als Gegner Salzburg. Mit dem Rückstand ins Schlussdrittel greifen die Salzburger aber an. In der Villacher Vorwärtsbewegung geht der Pass von Paulus-Joni schief und Connor Brickley macht den Ausgleich. 42. das 1:1. Brickley mit seinem 8. Tor in den vergangenen 10 Partien. Der hat einen richtig guten Lauf. Ausgangspunkt natürlich der Fehler von Paulus-Joni. Hughes fängt die Scheibe ab und Brickley trifft in seinem ersten Playoff-Spiel in der erste Bank Eishockey-Liga. Der starke Brandon Maxwell erstmals geschlagen, aber fast unmittelbar darauf Chris Collins, der an die Scheibe kommt, dann einfach mal an Schichel vorbeizieht. Collins, 2:1, VSV. 11. Saisontreffer, da überläuft er einfach. Michael Schichel nimmt die Scheibe gut mit, schirmt sie ab und besser kann man diesen Schuss nicht setzen. Lamoureux hat noch Glück, dass ihm nicht das Ohrläppchen abhanden kommt. Die Referees schauen dann nochmal drauf, weil Lamoureux das Tor aus der Verankerung hebt, aber da war die Scheibe längst drin. Die Salzburger müssen in der Schlussphase reagieren und sind knapp dran am neuerlichen Ausgleich. Derek Joslin bringt die Scheibe aufs Tor und dieses Mal hat Maxwell zum Können auch etwas Glück nötig. Dann ist Schluss, starkes Penalty-Killing, defensiv abgezockt und offensiv hellwach. Villach schlägt Salzburg auswärts im ersten Viertelfinalspiel mit 2:1. I think the key thing for us was our penalty killing. Early in the first period, they had a four-minute advantage. We killed it off. And then throughout the game, we were able to kill off the penalties. I think that was the key. They have the number one power play in the league. And we knew coming into the series that we had to be good with our penalty kill. And we were tonight, and I thought that was the key for us. We had some trouble scoring today. And, you know, that's a little out of character. You know, I really thought we played a strong game. You know, they for sure had some chances. I thought we were by far the better team in the first. You know, then through the second, I thought they had some. I thought we were great again in the third. You know, they had a great shot on their second goal. You know, it's one game and the series is long.